Hey Leute, ich bin gerade in den Dolomiten und genauer gesagt, bei den drei Zinnen. Da wandere ich jetzt hoch und ihr seht schon im Hintergrund, das sieht ein bisschen neblig aus. Mal gucken, was ich so erreichen kann. Das ganze Video wird unterstützt von Saal Digital und zwar wird es eine Videoreihe, eine dreiteilige Videoreihe, wo ich heute fotografiere, beim nächsten Mal das Bild bearbeite und beim dritten Mal drucken wir es. Ich zeige dir also in dieser Videoreihe, wie das Bild entsteht, bis es an der Wand hängt. Viel Spaß! Und ich sage euch Leute, der Weg ist anstrengend. Ich habe mir natürlich auch genau die Stelle jetzt rausgesucht zum Film, wo es am steilsten ist. Und ich wieder aussehe, als hätte ich gerade in der Dusche gestanden. Wahnsinn. Naja, ich bin clever, ich weiß. Meine Ausdauer hat sich echt nicht verbessert. Aber ich krieg's irgendwie auch nicht mehr hin. Ich bin zu alt für die Scheiße. Aber ich bin fast da. Guckt euch an, wie imposant das aussieht. Das könnte ein richtig dramatisches Foto werden. Okay, ich gehe aber noch ein Stück weiter nach oben, um ein bisschen mehr Übersicht noch zu haben. Kleines bisschen quälen noch. Ich habe das Gefühl, je weiter ich nach oben gehe, desto imposanter wirkt das Ganze, weil man dann auch noch ein bisschen mehr von dem ganzen Panorama mit drauf bekommt. Und wir werden hier heute keine Himmelsröte oder so bekommen, aber ein sehr dramatisches Foto. Und da habe ich richtig Bock drauf. Aber ich glaube, jetzt hier an der Position hier kann ich bleiben. Jetzt hier mal Stativ aufbauen. Werde ich auch relativ hoch stellen. Kein Vordergrund, sondern einfach so, wie es jetzt hier in der Kamera zu sehen ist. In der Perspektive. So, ich habe mich jetzt hier positioniert. Ganz simples Setup. Ich bin so bei 16 mm ungefähr. Wie gesagt, kein Vordergrund, sondern wirklich einfach nur dieses Panorama jetzt hier. Simples Foto, simple Komposition. Ich habe jetzt auch lange überlegt, ob ich die drei Zinnen wirklich zentriere oder mehr nach rechts oder nach links packe. Ich habe mich jetzt aber für das Zentrum entschieden, weil ich sowohl rechts als auch links irgendwie auch das ganze Panorama noch mit drauf haben möchte. Und irgendwie wirkt das dann auch sehr majestätisch, wenn das genau in der Mitte ist. Irgendwie hat das was. Ist jetzt auch gut windig geworden hier oben, muss ich sagen. Also ich habe mir jetzt auch mal gleich die Mütze aufgesetzt, Jacke angezogen. Ich ziehe mir wahrscheinlich gleich noch eine zweite Jacke an, weil wird doch ganz schön kalt. Wenn man so geschwitzt hat, dann sofort was Warmes anziehen, wenn man oben ist. Nicht, dass man am nächsten Tag dann erkältet ist. Schauen wir uns mal ganz kurz die Einstellung an, die ich jetzt gerade habe. Interessiert ja mal viele von euch. Ich fotografiere mit meinem nativen ISO-Wert 64. Manche Kameras haben da auch einen nativen ISO-Wert von 100 oder auch 200. Das ist ganz unterschiedlich. Blende 8 und aktuell ist es eine 13. Sekunde. Ich gucke mal ganz kurz aufs Histogramm. Ja, ich kann sogar schon noch ein bisschen heller belichten. Also eine 1/8 Sekunde ist auch okay. Und jetzt sieht es gerade zum Beispiel richtig gut aus. Ist manueller Fokus. Bedeutet, ich habe auf unendlich scharf gestellt. Und da ist es dann auch tatsächlich alles scharf, weil ich sehr weitwinklig fotografiere. Ich habe nur Sachen in der Distanz, nichts im Vordergrund. Das heißt, da muss ich jetzt auch kein Fokus-Stacking oder irgendwas machen. Und von daher ist das ein sehr simples Foto heute, aber ein imposantes, wie ich finde. Weil ich das richtig schön finde, wie der Nebel da auch einfach durchgeht. Und es sieht einfach wunderschön dramatisch aus. Und ich glaube, mit ein bisschen Bearbeitung in Lightroom dann können wir das Ganze noch dramatischer machen. Da freue ich mich drauf. Und vielleicht bricht ja der Nebel auch noch mal ein bisschen auf, so dass wir noch was von der Sonne sehen können. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, die Sonne kommt nicht noch mal durch. Wenn ich mir die Wolkenstruktur so anschaue, wird das eher nichts. Aber es wird ein schön dramatisches Bild. Und genau sowas wollte ich auch immer mal machen. Oh Leute, seht ihr, was hier gerade passiert im Hintergrund? Erstens mal, da oben der Himmel bricht gerade auf und da kommt doch noch ein bisschen Farbe in den Himmel. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, da unten zieht auch noch mal eine Nebelfront rein, die jetzt hier sogar vielleicht sogar noch ein bisschen vor die 13 kommen kann. Das wäre auch cool. Und auf der anderen Seite zieht der Himmel auch gerade auf. Guckt euch das mal an. Das könnte noch richtig geil werden. Und was ich jetzt nämlich gemacht habe,
weil ich keine Lust habe, alle 5 Sekunden hier den Auslöser zu drücken. Ich habe einfach eine Intervallaufnahme gestartet. Ich mache jetzt einfach 150 Bilder, alle 10 Sekunden, drücke die Kamera jetzt einmal automatisch ab. Ich habe alles automatisch eingestellt. Ich bin jetzt in den A-Modus gegangen. Das heißt, es wird die Belichtungszeit auch angepasst, wenn es jetzt ein bisschen dunkler wird. Ist also kein Problem. Ansonsten manueller Fokus, das heißt, der verstellt sich auch nicht. Blende 8, ISO 64, wie gesagt. Belichtungszeit wird dann immer ein bisschen angepasst. Ich habe noch die Belichtungskorrektur auf minus 0,7 gestellt, weil die Kamera sonst immer so ein bisschen dazu tendiert, so ein paar ausgefressene Stellen im Bild zu haben. Und ich habe sie lieber ein bisschen zu dunkel und ziehe es dann wieder ein bisschen heller als andersrum, weil das kann man einfacher retten. Und jetzt habe ich dann also 150 Bilder danach und kann mir das Schönste danach aussuchen. Oder man kombiniert vielleicht auch 2 Bilder, dass man dann so eine Struktur in den Wolken und in dem Nebel hat, dass man alles Wichtige gut erkennt. Und man kann sich das Beste aus allen Welten zusammensuchen. Mega, Leute, ey, das könnte noch richtig geil werden. Jetzt wird es schon langsam ein bisschen dunkler hier. Man sieht es auch in der Kamera, denke ich. Und man muss einfach sagen, es ist unfassbar cool, weil jetzt hier gerade wieder so eine neue Nebelwand reinfliegt. Gerade eben sah das schon mal richtig gut aus. Da hat man schon ein bisschen mehr von den 13 gesehen. Jetzt fliegt hier gerade wieder so eine Nebelwand durch. Und die kommt von da unten, zieht hier einmal über den Kamm rüber und dann wieder dahin. Also ich bin mal gespannt, wie lange das noch dauert. Aber hier drüben ist jetzt der Himmel richtig schön aufgebrochen. Das sieht richtig cool aus. Und dort sieht es auch schön dramatisch aus. Oh ja, Leute, guckt euch das an. Wenn der Nebel nur hier unten ist und die Spitze dann aber zu sehen ist, das, glaube ich, sieht richtig nice aus. Ich glaube, das wäre so der perfekte Shot. Wenn dieser Nebel hier unten, der bleibt und unten guckt aber jetzt die Spitze aus dem Nebel wieder raus. Und selbst wenn ich dafür ein paar Bilder zusammenstecken muss, das wäre es mir auf jeden Fall wert. Guckt euch das an, es sieht so nice aus. Und da drüben der Himmel hat doch noch ein bisschen Farbe bekommen. Das könnten wir vielleicht in Lightroom auch noch ein bisschen rausarbeiten. Aber ich denke mal, das wird ein richtig cooles Bild. Intervallaufnahme läuft weiter. Ich habe jetzt die nächsten 150 Bilder eingestellt. Oh ja. Nice. Jetzt wird es schon richtig dunkel. Aber gleichzeitig hat man jetzt auch alle Türme mal gesehen. Jetzt ist schon wieder ein bisschen Nebel davor. Aber ich habe genug Bilder, die ich miteinander kombinieren kann, um daraus den perfekten Shot zu machen am Ende. Die Kamera läuft auch noch. Ich bin inzwischen auch bei über einer Sekunde Verschlusszeit. Aber ich denke mal, ich werde jetzt hier auch gleich dann entsprechend abbrechen.